Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Come. Die heutige Folge wirft eine elementare Frage auf. Wasser oder Scheiße? Und in dem Fall fangen wir hier mit Tonda an. Gott sei mit dir. Ebenso. Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, wo krieg ich Eimer her? Warte, noch ist nicht entschieden, wer die Arbeit bekommt. Erst brauche ich ein paar Antworten von dir. Wozu? Ich pack das schon. Aber frag nur. Was hast du vorher gemacht? In den Minen gearbeitet, an der Winde. Du hast bestimmt von Tonda die Winde gehört. Stark wie ein Ochse. Ah, der Name kommt mir bekannt vor. Du warst einer der neuen Bergarbeiter, oder? War ich. Bin letzten Herbst dazugekommen. Der Winter war milde genug für die Bergarbeit, also konnte ich allen zeigen, dass ich zupacken kann. Kriege ich die Stelle? Wir sind noch nicht fertig. Bist du hier, weil du Wasser tragen willst? Naja, lieber würde ich wieder an der Winde stehen und sie drehen, bis allen der Kopf schwirrt. Aber Wasser kann ich auch tragen. Wenigstens gibt's dafür Geld. Du könntest auch etwas anderes tragen. Scheiße. Nie im Leben. Ich trage niemandes Scheiße. Und wer mich zwingt, dem breche ich die Beine. Okay. Was, wenn ich sage, dass du das Doppelte bekommen würdest? Das mit den gebrochenen Beinen hast du verstanden? Habe ich. Aber das Doppelte. Ich wäre nicht mehr Tonda die Winde, sondern Tonda der Kackeschlepper. Die Windel. Aber gut. Wie läuft es so bei dir? Nicht gut. Ich helfe hier und da aus und krieg etwas Geld dafür, aber reichen tut's nicht. Besonders dann nicht, wenn sich auch noch die Würfel gegen mich verschworen haben. Verstehe. Hast du nach anderer Arbeit gesucht? Wozu? Sie nehmen die Minen wieder in Betrieb, dann acker ich wieder wie ein Mann. Mhm. Du könntest als Wache anfangen. Das tun echte Männer, oder? Stimmt, das könnte ich bestimmt gut. Wenn ich zu lange, glaubst du, ein Gaul hätte ich getreten. Das habe ich mal einem beim Würfeln bewiesen. Aber ich bin zu klug für den Wachdienst. Mhm. Zweifellos. Ich hörte, ihr wollt nicht mit dem Vogt sprechen. Weiß nicht. Die anderen haben nicht mit ihm geredet, also habe ich auch die Klappe gehalten. So läuft's eben in den Minen. Er hat mich sowieso nichts Gescheites gefragt, hat nur irgendwas vor sich hingemurmelt. Was gibst du mir, wenn ich dich empfehle? Was soll ich dir schon geben? Ich hab nicht mal einen Pisspot. Nur starke Arme. Wenn ich einen damit schlage, bleibt er liegen. Angenommen, du bekämst die Stelle. Zeigst du mir dann, wie man ordentlich zuschlägt? Aber ja. Abgemacht. Okay. Abgemacht. Abgemacht. Also, ich muss mal ganz kurz aufschreiben, weil das ist nämlich jetzt relativ interessant. Tonda ist Wasser. Ich schreibe mir das mal gerade nebenbei auf. Tonda, Wasser. Keine Scheiße. Gut. Ich muss mir auf jeden Fall mal aufschreiben, weil sonst kommt man durcheinander bei den ganzen. Kann ich jetzt Wasser tragen gehen? Erst muss ich den Vogt sprechen. Er entscheidet. Ich hoffe, er nimmt mich. Sonst werde ich womöglich zornig. Jetzt bleibt man entspannt. Ich merke es mir. Mhm. Lebe wohl. So, weiter mit dir. Redest du nicht mit mir? Du willst die Stelle als Wasserträger? Allerdings. Wird Zeit, dass uns mal wieder was Gutes widerfährt. Stimmt. Ich hätte zuerst nur ein paar Fragen. Was? Aber ich will die Arbeit und hab sie auch verdient. Warum? Spar dir deine Fragen für die Taugenichtse auf. Weshalb solltest gerade du die Stelle verdient haben? Was bist du von Beruf? Ich besaß eine Mine. Also, ich hatte sie als Lehen. Aber in unserem Geschäft kommt das aufs Gleiche raus. Ein Minenbesitzer? Aber hast du je einen Eimer Erzberg aufgeschleppt? Wozu schleppen? In der Mine gibt es dafür Winden. Wasser tragen ist harte Arbeit. Eine Mine zu verwalten auch. Mhm. Aber das ist was anderes. Zum Wassertragen braucht es Armschmalz, nicht Hirnschmalz. Ich wurde nicht als Minenbesitzer geboren, weißt du? Hab genügend geschleppt. Du könntest auch die Latrinen leeren. Willst du mich beleidigen? Das ist keine Arbeit für anständige Christen. Ja, deshalb gibt's dafür das Doppelte. Mhm. Das Doppelte, wie? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ein Mann meines Ranges,
Bestimmt haben es andere nötiger. Das Doppelte. Okay, der ist eher für Scheiße. Wie reagiert es dir so in Partei? Nicht so gut. Wollte dem Vogt meine Fähigkeiten als Verwalter anbieten, aber der behandelt mich wie einen Bauern. Er ist nicht der umgänglichste, wohl wahr. Aber wenn du ihm beweist, wozu du fähig bist. Wenn er mir denn die Chance geben würde. Der Vogt beschwerte sich, dass er dir kein Wort entlocken konnte. Hab mich geweigert, mit dem zu sprechen. Letztes Mal hat er mich angebrüllt und damit gedroht, mich auszupeitschen. Und dann verhört er mich. Verständlich, dass du ihm die kalte Schulter zeigst. Mhm. Was würde für mich dabei herausspringen, wenn ich dich empfehle? So läuft das also, was? Ein ehrbarer Mann bekommt nur Arbeit, wenn er Silber springen lässt? Ich versuche doch nur, dir zu helfen. Es wäre nicht leicht, den Vogt zu überreden, dich zu nehmen. Na schön. Ich hab zwar nichts, aber wenn ich ein Wörtchen mit dem Sasauer Schmied wechsle, macht er dir einen guten Preis. Interessant. Günstigere Ausrüstung kann nie schaden. Abgemacht. Abgemacht. Komm zu mir, sobald ich die Arbeit hab. Dann fädle ich das ein. Das wär's fürs Erste. Alles Gute. Redest du nicht mit mir? Felsen. Sei mit dir. Als Nächstes? Du bist also an der Stelle interessiert? Naja, Alex hat gesagt, ich soll hier wegen der Stelle als Wasserträger fragen. Gut, aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wie heißt du? Peter, aber alle nennen mich den Felsen. In den Minen gab's Peter zum Säuefüttern und nicht nur dort. Deswegen... Gut. Minen? Du bist also Bergarbeiter? Ja, ich war in den Stollen im Osten beschäftigt. Hoffentlich kann ich bald zurück. Weil's mir gerade einfällt. Hast du was von den Oberen gehört? Werden sie die Minen wieder aufmachen? Ich weiß es nicht, aber deshalb bin ich nicht hier. Ich verstehe. Wie sehr willst du die Stelle als Wasserträger? Naja, im Moment gibt's für Bergarbeiter nicht viel zu tun. Zumindest würde ich damit ein paar Groschen verdienen. Die Arbeit ist allerdings hart. Der Weg zum Fluss ist weit. Glaubst du etwa, in einer Mine ist es leichter, wo du monatelang den ganzen Tag auf den Knien verbringst? Es gäbe da auch etwas anderes zu tragen. Scheiße. In der Gülle schwimmen? Arbeit halt. Aber was würden die Leute sagen? Ich brauche Geld, klar. Aber danach könnte ich in keine Mine zurück. Aber du wirst doppelt entlohnt. Das Geld wäre nicht schlecht, wohl wahr. Aber was dann? Will ich mein ganzes Leben lang Scheiße tragen? So weit wird es nicht kommen. Herr Ratzig kümmert sich um alles, wenn er zurückkehrt. Er wird sich an die Opfer erinnern, die du erbracht hast. Gut, das zu hören. Genau. Wenn das so ist, trage ich sogar Scheiße. Scheiße? Gut. Haben wir den zweiten Träger eigentlich im Prinzip auch schon. Cornelius hätte es ja auch eigentlich irgendwie gemacht. Was bekomme ich, wenn ich ein gutes Wort für dich einlege? Ein gutes Wort? Ja. Wenn ich dem Vogt jemanden empfehle, dann hat derjenige sicher bessere Chancen auf die Stelle. Aber ich habe nicht mal einen Pisspot. Hab alles verloren und obendrein Schulden. Aber vielleicht habe ich doch was. Mhm. Sieh an. Von was sprichst du? Hab in der Mine ein Gerücht gehört, bevor das mit Scarlett war. Was kam dir zu Ohren? Die haben was gefunden und wollten's geheim halten. Gab zwar kein Gemunkel über eine Silberader, aber was soll's sonst gewesen sein? Wenn man des Königs Silber stiehlt, wird man gehängt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Mhm. Aber du kannst nicht fürs Stehlen von Silber gerichtet werden, von dem keiner weiß. Okay. Das ist erst einmal alles. Die anderen, alles Gute. Die werden alle dieselbe Geschichte erzählen. Was zur Hölle machst du da? Bartek. Beste Grüße. Hallo. Bist du wegen der Stelle des Wasserträgers hier? Ja, mein Name ist Bartek. Bartek? Schön, dich kennenzulernen. Ich stelle dir kurz ein paar Fragen. Ja? Gut. Nur zu. Was hast du vorher gemacht? Für meinen Vati gearbeitet. Vati? Als was? Und wer ist dein Vater? Er heißt Hies Moimir. Wir hatten bei Scarlett einen Hof. Wirklich? Seine Helfer gingen oft in die Schenke, aber dich habe ich nie gesehen. Ich gehe nicht in Wirtshäuser. Du bist hier, um Wasser zu tragen, richtig? Ja, ich will Wasser tragen. Mehr hast du nicht dazu zu sagen? Aber darum geht's doch, oder? Hm. Wie kommst du zurecht? Tja,
Bin am Leben. Aber Fati fehlt mir. Mhm. Und der Hof auch. Mutti sagt, es bringt nichts, sich zu grämen. Das Leben muss weitergehen. Was war da mit dem Vogt? Er konnte niemandem ein Wort entlocken. Hab einfach nicht mit ihm reden wollen. Okay. Das wäre vorerst alles. Wir fragen gar nicht erst, ob wir da für was kriegen. Antonia. Was willst du? Arbeit will ich. Und ich habe gehört, dass du dafür zuständig bist, nicht der Vogt. Das ist richtig. Kannst du kochen? Wenn du weißt, wie man für den Adel auftischt, habe ich womöglich etwas für dich. Wo hätte ich das denn lernen sollen? Wasser schleppen will ich. Aber Alex hat bereits Leute für diese Arbeit ausgewählt. Mich hat er aber nicht gefragt. Deshalb bin ich hier. Okay. Es haben sich jetzt schon zu viele beworben. Du kommst etwas spät. Aber ich brauche dringend Arbeit. Alle anderen hier leider auch. Aber von denen hat keiner den Mann auf dem Sterbebett. Hm? Er liegt im Sterben? Er ist schwer verwundet. Liegt schon seit Wochen im Bett und ist meistens bewusstlos. Ja, so schlimm ist's. Mhm. Es tut mir leid. Dem Apotheker schuld ich schon ein kleines Vermögen. Deshalb rührt er keinen Finger mehr. Nee, aber können wir nichts... Jawohl. Was hast du in Scarlets gemacht? Ja. In den Silberminen geschuftet, das Erz erhitzt oder gewaschen. Mein Gatte war Schmelzer. Himmel, dort ging es wirklich übel zu. Ich schätze, dein Gatte wurde verwundet? Es grenzt an ein Wunder, dass du ihn bis nach Ratai schleppen konntest. Mhm. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn zurücklassen? Gut, ich denke darüber nach und spreche mit dem Vogt. Sag ihm bitte, dass er mich nehmen soll. Mach's gut. Gut, also wenn, dann wäre Antonia auch eher Wasser. Wobei ich... Pickel. Guten Tag. Hi. Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, kann den ganzen Tag Wasser schleppen. Also, willst du die Stelle? Es gibt nämlich genug andere, die sich darum reißen. Und wie ich sie will. Was muss ich machen? Sag mir, was hast du vorher gemacht? Erst war ich Schürfer, dann Hofknecht, dann Bediensteter. Dann bin ich aus Scarlets geflohen und hier gelandet. Ein Mädchen für alles, wie es scheint. War dir etwa keine Stelle gut genug? Doch, gemocht habe ich sie alle. Aber ständig haben sie mich was anderes tun lassen. Pickel! Sagten sie. Lass das und mach dies. Pickel? Das ist dein Name? Eigentlich heiße ich Vasil, aber man nennt mich Pickel. Du hast gar keine Pickel. Nein, Pickel, wie Picke. Hab eine Spitzhacke geschwungen. Mhm. Du möchtest also Wasser tragen? Das will ich, seit ich heute Morgen aufgestanden bin. Und vor heute Morgen hattest du andere Arbeit, oder wie? Nein, nein, war bloß ein Scherz. Du könntest aber natürlich auch Latrinen leeren. Was? Scheiße tragen? Das wäre mal was Neues. Obwohl ich damit nicht hausieren gehen würde. Okay. Dann haben wir das schon geklärt, würde ich sagen. Das wäre vorerst alles. Will ich alles. Gar nicht wissen, was für mich rausspringt. Also, das ist mir wurscht. Sind wir uns einig? Wann kann ich anfangen? Der Vogt hat das letzte Wort, nicht ich. Ich muss ihm erst Bericht erstatten. Also, bekomme ich die Stelle vielleicht gar nicht? Dann stecke ich in der Scheiße. Möge Gott über dich wachen. Okay, reden wir mit dem Vogt. Ich habe meine Auswahl getroffen. Und Antonia wird keinen Job kriegen. Das kann ich ihm nicht verkaufen. Das ist ja Wahnsinn. Die muss den ganzen Tag Wasser schleppen. Wobei, wir könnten noch eine mehr brauchen vielleicht. Wäre das Gott hilfreich. Sei hier. So. Ich weiß genug, damit die Träger ausgesucht werden können. Gut. Ich bin froh, wenn ich diesen Mist hinter mir habe. Also, auf wen ist deine Wahl gefallen? Soll ich sie herholen, oder? Wie wollen wir verfahren? Soll ich sie herholen oder bloß ihren Namen nennen? Sag mir einfach, wer Wasser tragen und wer das andere tragen soll. Um den Rest musst du dich nicht kümmern. Gut.
Tonda die Winde. Tonda. Man nennt ihn die Winde. Die Winde. Solange er sich nicht rauswindet, was soll er denn tragen? Wasser. Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Wie geht's weiter? Der Felsen... Peter, bekannt als der Felsen. Peter? Hat er sich nicht bei einer Keilerei den Arm verletzt? Was soll er denn tragen? Scheiße. Gut, ein Scheißeträger haben wir. Gut. Dann... Bartek weiß ich noch nicht. Machen wir mal Cornelius. Ah, Cornelius. Er hat einmal bei mir um Arbeit gefragt. Was soll er denn tragen? Ich sehe ihn gern mit der Scheiße hantieren. Ich weiß. Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Wie geht's weiter? So, und jetzt haben wir da ein Problem. Also... Pickel... Basil, auch unter dem Namen Pickel bekannt. Pickel. Na, hoffentlich vergrault er mit seiner Fratze nicht die anderen. Nein, nein. Er ist kein Pickelgesicht. Er heißt so, da er in der Mine den Pickel, also die Spitzhacke, schwang. Er hat sich dabei übrigens sogar zwei Finger abgehackt. Nun, mit einem Eimer kann er wohl nicht viel Schaden anrichten. Was soll er denn tragen? Pickel war scheiße. Scheiße. So, und jetzt die Gut. letzte Auswahl. Einen Scheißeträger haben wir. Bartek oder Antonia? Bartek hat jetzt nicht viel sagen können eigentlich. Wir machen Antonia. Antonia. Was? Ein Weib? Ja. Du hast nie gesagt, dass es Männer sein müssen. Aber ich ging davon aus, dass das klar wäre. Diese Herumschlepperei ist schließlich Männerarbeit. Keine Bange. Sie packt das schon. Na, hoffentlich. Wenn nicht, musst du mir Rede und Antwort stehen. Was soll sie tragen? Wasser. Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Gut. Wie geht's weiter? Das war's, Geschafft? Oder? Ja, wollte gerade sagen. Wunderbar, das wäre erledigt. Nun zur Köchin. Ja. Das mit der Köchin ist auch erledigt. Soll ich Hagen Bescheid sagen? Das werde ich übernehmen. Sagt mir nur, wer es ist. Ich habe Agnes als Köchin erwählt. Es war nicht leicht, sie zu überreden, aber sie ist die beste Köchin weit und breit. Schön, das zu hören. Ich muss Hagen wohl bald einen Besuch abstatten. Ja. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. Okay. Lebe wohl. Ein bisschen herrisch, der Mann, ja. Was soll ich sagen, ne? Gerade eben haben wir mega geholfen, da haben wir uns 100 Groschen gegeben. Vielleicht war das der Punkt. Die Gurken, saftige Gurken, Spargel und Pflaumen. Was zum Teufel? Geht's dir gut? Ja. Hört her, ihr Leute. Das Reich Gottes ist zum Greifen nah. Gut. Was haben wir hier? Hinweisgeber. Besiege Stefan. Besiege Löckchen. Besuche Theresa. Ich mache trotzdem nochmal schnell eine Schnellreise. Ich weiß, das ist jetzt eigentlich Quark für den Meter hier, aber ich will es trotzdem nur, weil es einfach schlicht schneller geht. Ich will mal kurz zu Hauptmann Bernhard. Das hat eigentlich den Hintergrund, wir haben ja schon relativ viel wieder an allerlei Gewürm umgehauen. Hallo, Heinrich. Hi. Gott sei mit dir. Ebenso. Ah ne, hat nichts. Auf bald. Ja, war schön. Ganz schön ekliges Wetter heute. Okay, pass auf, wir machen jetzt folgendes. Wir gehen jetzt in den Questlog. Also das mit dem Verpass mir eine lassen wir noch nicht. Das Liebeswerben machen wir auch mal aus. Das brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Also... Ich würde gerne nach Tallenberg. Und wir sollen im siebten Himmel. Unsere nächste Aufgabe ist
Wir wollen Herrn Hans Capon, wollen wir, wie soll man sagen, wir wollen ihm ein bisschen gefallen vielleicht, ja, denn er ist ja immerhin ein, ja, wie soll ich sagen, ja, der nächste Herrscher dieser Burg. Wenn wir uns mit ihm gut stellen, könnte es ja durchaus sein, dass wir davon auch irgendwann mal profitieren. Wäre doch eine Idee. Bei diesem Sauwetter bin ich eigentlich eher versucht, irgendwie mich ins Trockene zu retten. Wäre nicht verkehrt zumindest. Ja. Okay. Meine Lieben, wie es weitergeht, erfahrt ihr selbstverständlich in der nächsten Folge, wenn ihr Lust habt. Bis dahin danke ich euch erstmal ganz herzlich fürs Zugucken. Und beim nächsten Mal geht's weiter im Badehaus. Und was uns da für wilde Sachen erwarten, keine Ahnung. Aber wir sollten mal bei Gelegenheit wieder unseren Bart rasieren. Ja, das muss auch mal wieder runter. Und dann vielleicht wollen wir auch mal die Haare schneiden. Und das kann nur einer sein, der sein Pferd so parkt. Mann, ey. Okay, beim nächsten Mal, meine Lieben. Gehabt euch wohl. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf Zwergtube. Ciao.